westlichen Ländern leiden immer mehr Menschen unter Übergewicht und den entsprechenden Folgeerkrankungen wie Diabetes und Arteriosklerose. Dabei spielt der Fettstoffwechsel eine entscheidende Rolle. Es ist bekannt, dass Kältereize das sogenannte braune Fettgewebe aktivieren. So wird mehr Energie verbrannt und das kann sich positiv auf den Stoffwechsel und übergewichtsassoziierte Erkrankungen auswirken. Wir haben uns jetzt die Frage gestellt, weil eine Kälteexposition auch immer dazu führt, dass wir mehr essen, weil wir mehr Appetit haben, um mehr Energieträger in unserem Körper zu haben, dass wir gleichzeitig auch immer mehr Cholesterin aufnehmen. Und unsere Ausgangsfrage war, wie ist der Körper in der Lage, mit diesen vermehrten Cholesterin umzugehen und wie reagiert unser Körper darauf? Wissenschaftler im Sonderforschungsbereich 841 Leberentzündung haben herausgefunden, dass Cholesterin nach Aktivierung des braunen Fettgewebes in Gallensäuren umgewandelt und später ausgeschieden wird. Diese Umwandlung findet in der Leber statt. Wir konnten zeigen, dass die Aktivierung des braunen Fettgewebes die Leber stimuliert, vermehrt Cholesterin in Gallensäuren umzubauen und die Gallensäuren auszuscheiden. Und zwar passiert dies über einen bislang nicht so gut charakterisierten Stoffwechselweg, der im Gegensatz zum schon bekannten Stoffwechselweg nicht durch Gallensäuren selber abgeschaltet wird. Und das ist gut, weil wir somit immerzu überschüssiges Cholesterin, was wir über die Nahrung aufnehmen, ausscheiden können. Die vermehrt produzierten Gallensäuren senken nicht nur das Cholesterin, sie steigern auch die Energieverbrennung in braunem Fettgewebe. Und sie verbessern die Zusammensetzung der Darmbakterien. So führt die Aktivierung brauner Fettzellen auf mehreren Wegen zu einer gesünderen Stoffwechsellage. Die Entdeckung dieses neuen Stoffwechselweges und die Regulation über das braune Fettgewebe ergibt möglicherweise uns die Gelegenheit, diesen zu stimulieren, sodass wir zum Beispiel bei der entzündlichen Fettlebererkrankung diesen Stoffwechselweg aktivieren könnten, um eben überschüssiges Cholesterin abzubauen. Auf der anderen Seite könnten auch die Produktion der Gallensäuren dazu führen, dass wir mehr Wärmeproduktion machen, beziehungsweise wir die Komposition der Darmbakterien beeinflussen, sodass wir Erkrankungen, die mit Übergewicht und mit Diabetes assoziiert sind, entsprechend behandeln können.